ihr seid so verrückter Haufen. Es hat schon ein bisschen Trash auf die große Leinwand, so, oder? Joe, was meinst du dazu? Also, ich nenne dich einfach Joe, weil ich kenne dich aus dem Fernsehen nur unter Joe. Also, wenn Sie jetzt den Joe fragen, der würde sagen, wenn Sie das jetzt als Trash bezeichnen, dann haben Sie eine Klage am Hals. Ja? Das ist hochwertiges Kino für Minderjährige. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, mit ganz vielen YouTube-Stars natürlich, die da auch die Rollen spielen, als Regisseur, wie ist denn das, die alle eigentlich selber Regisseur sind? Ist das nicht ein Haufen Köche, die den Brei verderben, oder? Da musste ich einmal die Peitsche schwingen und dann lief das. Also beim ersten Mal, beim zweiten Mal war es ein bisschen steinig, aber irgendwann haben sie ihren Platz in der Nahrungskette verstanden. Nein, Spaß, die sind so. YouTube jetzt ins Fernsehen, das ist ja so wie vom iPhone 6 zum Nokia zurück, oder? Wir haben das ja schon öfter gehört, dass die uns fragen, warum ins Kino, weil das ist doch irgendwie ein altes Medium und YouTube ist so neu. Wir lieben das einfach, uns auszuprobieren. Wir sind jetzt seit 8 Jahren bei YouTube und irgendwann möchte man ja auch mal irgendwas anderes machen. Das muss nicht heißen, dass wir jetzt den großen Schritt ins Kino gehen wollen und alles verändern wollen. Wir probieren uns einfach gerne aus und machen gerne neue Dinge. Wenn YouTube morgen abgeschaltet werden würde, Was ist denn dann los mit dir? Also, das wäre jetzt nicht so schlimm. Also, mir macht das total Spaß auf YouTube, aber wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, dann ist das so. Also, ich habe auch andere Freuden im Leben. Also, meine Familie und meine Freundin. Du hast doch echte Menschen, mit denen du dich unterhältst. Ich habe auch ein Real Life in meinem Life sozusagen. Also, das wäre nicht so schlimm. Hit Music Only. Energy. Hit Music Only.